Der Glanz des Unpolitischen, der den Kandidaten Joachim Gauck umgibt, verdeckt, dass er seit 1990 eminent politische Positionen vertreten hat, heißt es in einer Erklärung, die Sie gemeinsam mit anderen ehemaligen Bürgerrechtlern unterzeichnet haben. Wenn die Kritik an seinem Wirken als Politiker regelmäßig mit dem Argument seiner Diktaturerfahrung abgewehrt wird, entlässt man ihn aus seiner Verantwortung. Ist darin weiterzulesen, welche Verantwortung Herr Schorlemmer trägt, Joachim Gauck? Er war 10 Jahre lang Chef der Behörde, die nach ihm genannt worden ist. Und man ist in diesen 10 Jahren, das darf man nicht vergessen, auch sehr politisch mit dieser Behörde umgegangen, vor allem mit Daten, wann sie gebraucht wurden. Also, als Stefan Heym, einer der wirklichen Vorkämpfer für die Freiheit und das als Sozialist und dafür von der Stasi verfolgt wurde, dass der am Abend vorher noch die Stasi-Akte angucken musste, weil der Vorwurf im Raum stand, er sei Zuträger der Stasi gewesen. Zu sagen, damit habe ich nichts zu tun, ich habe nur die Akten bereitgelegt, das geht nicht. Das Zweite, die ganze Aktion gegen Manfred Stolpe, der sich versucht hat, ja, Diplomatie als Kunst des Möglichen zu machen, zu jonglieren, mit denen auch zu reden und zu verhandeln, die darüber zu entscheiden hatten, ob zu verbietende Veranstaltungen nicht doch stattfinden können, den in so ein Kreuzfeuer zu nehmen mittels dieser Akten. Und drittens, dass der ganze Umgang mit den Akten, was Christa Wolff anlangt, das sind Dinge, die sind sehr, sehr politisch. Nämlich mit Christa Wolff war nicht nur eine Schriftstellerin gemeint, sondern eine Identifikationsperson für sehr viele Ostdeutsche. Und ich möchte mal von dem persönlichen Schmerz, der damit verbunden war, jetzt mal schweigen, aber das, was da politisch mit verbunden war und auch, dass damals die Bundestagspräsidentin Süssmuth auch noch einen Tag vorher die Akten angucken musste, ob er dort reden kann. Worum ging es denn? Es ging darum, dass man wütend war, dass eine solche Ikone wie Stefan Heym für die PDS kandidierte. Ich hätte ihm sowas nie geraten, er ist kein Politiker, hat ja noch bald aufgehört. Aber er wollte hier ein Zeichen setzen, uns gibt es auch noch. Und links ist kein Schimpfwort. Joachim Gauck sagt immer, er habe sich nach der Freiheit gesehnt. In der Erklärung, die Sie am 8. März veröffentlicht haben, heißt es, Sie und die anderen Unterzeichner hätten sich nicht nur gesehnt, sondern Sie hätten für die Freiheit gekämpft. Joachim Gauck selber verwahrt sich ja gegen die zunehmenden Stimmen, er sei kein richtiger Bürgerrechtler gewesen. Er unterstellt den Kritikern unlautere Motive. Wie ist Ihnen denn, Herr Schorlemmer, Joachim Gauck in der DDR begegnet? Ganz selten, einmal bei der Vorbereitung eines Kirchentages und ich kann mich noch erinnern, er gehörte zu denen, die sagten, ich sei verrückt, da ich vorschlug, zum Thema der Kirchentage zu machen, die Wahrheit wird euch frei machen. Es ging damals um Gorbatschow und die Glasnost, die Öffnung und so. Dann können wir gleich alles vergessen. Ja, er hat als Diplomat sich verhalten. Dann haben sie ihr Thema an der See für den Kirchentag hieß dann auf zu neuen Ufern. Das war unverdächtig. Ich wollte sagen, das habe ich damals erlebt. Das, was ich nicht erlebt habe, was ich vermisse und was, denke ich, auch heute einfach nur zu sagen ist, er hat zu Tschernobyl, soweit ich weiß, sicher in seiner Gemeinde, er war sicher ein wackerer Jugend- und Gemeindepfarrer, das habe ich gar keinen Zweifel daran. Aber es ging nicht über den Bereich seiner Kirche, Gemeinde hinaus. Und die Bürgerrechtler, die im Übrigen so genannt worden sind vom Westen, das ist ein Titel, weiß nicht, wer den erfunden hat, jedenfalls so ein Sammelbegriff, das waren Leute, die über ihren unmittelbaren Verantwortungsbereich hinaus sich mit anderen Vernetzten und Aktionen vorbereiteten oder die zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen, Thesen, Papiere, Beschwerden, Eingaben formulierten. Also für mich ist das konsequent, dass er zu Tschernobyl nichts gesagt hat öffentlich und konsequent ist, dass er dann auch über die Folgen, die verbunden sein sollten und ja in Deutschland auch sind, mit Fukushima nichts sagt. Ich wundere mich, wie er jetzt den Freiheitskampf der Polen belobigt. Ich würde gern wissen, was hat er denn zu Zeiten von Solidarność 1980 und 81 beim Kriegsrecht, was hat er denn da gesagt und gemacht? Was hat er denn getan im Blick auf die Verbindung zu Charta 77? Und 1968 war er auch nicht mehr ganz jung. Also ich erinnere mich da an das, was wir da versucht haben. Sicher war das alles hilflos gegen eine so große Macht, aber da war er überall nicht dabei. Und dennoch darf man ihm nicht absprechen, dass er, denke ich, ein wackerer Pfarrer war, der natürlich durch seine
Biografie, vor allem, dass sein Vater 4 Jahre lang verschwunden war in Sibirien, das prägt natürlich völlig. Mhm. Aber er ist auch nach 22 Jahren immer noch, was sagen, auf den Antikommunismus fixiert. Freiheit als Ausdruck für kämpferischen Antikommunismus. Nur, wir kommen gleich auf den Punkt zurück. Sie sprechen über die Verantwortung, die er vor 89, 90 getragen hat. Die Verantwortung danach haben Sie eben auch schon erwähnt. Er war ja Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Welche Verantwortung hat er denn in dieser Zeit getragen und wie hat er die wahrgenommen? Na, ist ja in einem längeren strittigen Prozess darüber Einigkeit erzielt worden, dass die Bespitzelten Zugang haben sollen zu ihren Akten, dass sie wissen, wie die Stasi in ihr Leben gepfuscht hat und ihr auch manches Leben auch zersetzt hat. Und ich weiß, wovon ich rede. In dieser Zeit hat man dann andererseits nachgeforscht laufend, wer hat denn wann mit wem über wen berichtet, also die Suche nach den IM. Und da ist nach meiner Ansicht, ich habe das ja damals auch gesagt, ist mit dem Stigma IM, wenn du das an der Backe hattest, warst du eigentlich erledigt. Manche haben sie auch das Leben genommen, wie ein hochverdienter Arzt in Halle, den ich gut kenne, der auch außerdem noch Lyriker war, der aufgrund dieser Vorwürfe sich das Leben genommen hat. Andere auch, ein Professor aus Jena. Ich war dann dafür, dass nur die Staatsanwälte an diese Akten rankommen sollten, da wo auch wirklich Schuld vorliegt, das auch dann zu also benennbare Schuld, dass man das auch juristisch dann behandelt, also nach Gesetz und Recht behandelt und dass man mit diesen Akten keine Politik macht. Ja, es geht ja bis hin zu der jetzigen Koalition in Brandenburg. Kann man denn nicht verstehen, frage ich zurück, wenn man in diesem Land gelebt hat, dass man, wenn man anders aufgewachsen ist, wenn also die Eltern, wenn der Vater nicht nach Sibirien gekommen ist, sondern wenn der Vater aus dem KZ gekommen ist, dass man dann anders über dieses System denkt, weil es biografisch auch anders ist. Ich denke an Barbara Thalheim und das, was ihr geschehen ist. Natürlich ist sie anders erzogen worden und hat sich als Sozialistin aus dieser Verengung der DDR, auch der kulturellen, befreit. Aber nun hängt ihr das Stigma IM an, weil sie vor ihren Reisen mit ihrer Gruppe in den Westen, natürlich, und das war so üblich, vorher von der Stasi gefragt worden ist. Also es gibt einen kritischen Diskurs über das, was Joachim Gauck damals getan hat, wie er gewirkt hat als politische Person. Na, manche haben ihn auch als Rächer empfunden, das habe ich nie. Aber das Wort Versöhnung stand bei ihm nicht auf der Agenda. Das ist mein Punkt. Und wie geht er heute mit der Kritik Ihrer Meinung nach um an diesem Wirken? Ich habe ein bisschen Bange, wie das ist, wenn wir Seine Majestät, den Bundespräsidenten, jetzt kritisieren. Steht nicht über allem, aber er soll uns alle repräsentieren. Und das heißt, dass er, wenn er das Wort Linke ausspricht, also vielleicht den Zungenschlag unterlässt. Und wenn er gefragt wird nach Konkurrenten, nach Gegnern oder Kritikern, die er gleich als Konkurrenten verdächtigt, dann spricht er von 90% stimmen zu und sind begeistert und beglückt, dass er Bundespräsident wird. Dann nennt er Schwergewichte der Bürgerbewegung. Das sind also Ulrike Popp und Popp ist beide und Schulz und Marianne Birtler. Aber dann gibt es, sagt er, wörtlich 1-2 Figuren. Und da könnte man ja mal recherchieren, was für Motive die haben. Also solche Aussagen wünsche ich mir von einem Präsidentschaftskandidaten in der Republik nicht. Da können Sie ja mal recherchieren, was die für Motive hatten. Ich kann nur noch sagen, lieber Joachim, was würde ich noch besser verstehen, wenn du gesagt hättest, 1-2 Elemente, das kenne ich noch. Aber 1-2 Figuren, das fand ich schon ungeheuerlich. Denn der sich da kritisch geäußert hat, hat sich sehr fair geäußert, nämlich Heiko Lietz. Sehr fair, gar nicht krittelnd und eher verletzend, sondern hat nur beschrieben, wie das war. Und ich kann dem, was Heiko Lietz sagte, also einfach nur zustimmen. Aber da gibt es 1-2 Figuren. Also der Satz macht mich unruhig.
Nun ist Joachim Gauck ja auch Mitglied in verschiedenen elitären oder rechtslastigen Vereinigungen. Zu nennen ist das Studienzentrum Weikersheim oder der Feldensteiner Kreis, der der Totalitarismustheorie verpflichtet ist. Was halten Sie denn von derartigem, ganz offen dem Antikommunismus verpflichteten Engagement? Da möchte ich gerechterweise zunächst mal sagen, dass er jetzt schon viele Jahre Vorsitzender des Vereins ist, in dessen Beirat ich auch bin. Dass er also für Toleranz und für Demokratie und gegen Vergessen für Demokratie tätig ist. Das muss man mitsagen. Gleichzeitig hätte ich von ihm erwartet, wenn die junge Freiheit jetzt titelt, wir sind Präsident, dass er sagt, damit habe ich nichts zu tun. Da schweigt er. Und was diese anderen in Organisationen anlangt, kann ich mich nicht äußern, die kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass er auch mit Frau Steinbach zusammen diese Deklaration für das Zentrum gegen Vertreibung unterschrieben hatte, in einer sehr frühen Phase. Da muss er, denke ich, mit Donald Tusk mal reden, der etwas, finde ich, sehr Richtiges und Gutes gemacht hat, nämlich in Gdansk ein Museum über den Krieg. Und Vertreibung ist Teil und Folge eines Krieges, den Deutsche angezettelt haben. Das würde ich gern von ihm deutlicher wissen, vor allen Dingen im Blick auf unsere polnischen Nachbarn. Und er hat auch die Erklärung da, diese merkwürdige Erklärung, die Tschechen betrifft und die Beneš-Dekrete. Und wenn wir das jetzt hat auch unterschrieben, welches Verständnis von Politik spricht denn da draus? Ist rechtskonservativ. Aber nun zu sagen, er sei ein liberaler, konservativer Linker oder linker, liberaler, konservativer, also das ist das Ende der Politik. Das ist gewissermaßen der Kaiser, der jetzt für alle spricht und für alles, also der obendrauf Mensch. Das darf er nicht sein. Muss unparteiisch sein, ist keine Frage. Und der Politik und den Politikern, so es nötig ist, auch ins Gewissen reden, dem Volk erklären, verdeutlichen, welche Dinge heute zur Debatte stehen, die sehr kritisch sind. Ich frage mich wirklich, wieso die SPD ihn zum Kandidaten gemacht hat. Ich kann an ihm Sozialdemokratisches nicht entdecken. Wenn ich nur sehe, wie er sich über die Entspannungspolitik immer wieder geäußert hat, auch in seinem letzten sogenannten Plädoyer für die Freiheit, da spricht er sich noch nachträglich dafür aus, dass der Westen hätte gegen den Osten noch besser rüsten sollen. Stichwort Freiheit. Sie sagen ja, es gibt keine Freiheit ohne soziale Gerechtigkeit, ohne Bändigung der Finanzmärkte, ohne Bewahrung der Natur, ohne kulturelle und religiöse Vielfalt und natürlich ohne Frieden. Glauben Sie denn, dass ein Bundespräsident Joachim Gauck seinen Freiheitsbegriff ganz gegen seine bisherigen Gewohnheiten, über die wir ja gerade gesprochen haben, erweitern kann? Ich bin da skeptisch, aber nicht hoffnungslos. Denn er hat einen jungen Mann zum Berater genommen, der da einen anderen Blick hat, auch eine andere Generation, den David Gill. Wenn er auf den hört und andere gute Berater sich hinzuzieht, könnte sein, dass er auch diese Dinge mitbenennt. Aber es sind für ihn keine Herzensangelegenheiten. Für ihn ist die Freiheit und die Bezogenheit, die aus der Freiheit kommt, auf den anderen und die Verantwortung, also das alles auf einer sehr abstrakten Ebene, ein individualistischer Freiheitsbegriff. Der Freiheitsbegriff muss, finde ich, immer auch sozial sein. Das heißt, meine Freiheit endet an der Freiheitsmöglichkeit des anderen und meine Freiheit verpflichtet mich dazu, für die Freiheit der anderen einzutreten und dafür, dass sie die Möglichkeit haben, die Freiheit auszuüben. Das heißt, Freiheit ist nicht denkbar ohne die gleiche Würde aller Menschen, die Gleichheit also aller, die dann dazu führt, dass jeder auch ein Entfaltungsrecht und die Entfaltungsmöglichkeit haben muss. Freiheit, die Sie meinen, so heißt der Appell, den Sie unterzeichnet haben. Herr Schorlemmer, vielen Dank für das Interview. Bitte.